Neues Jahr, neue Vorsätze, doch Max sieht das anders. Auch einen kleinen Bauch bekommen. Tattoos so groß sind eigentlich echt smart. Ohne Tattoos würde das, glaube ich, viel beschissener aussehen. Du kannst die Proportionen so gar nicht wahrnehmen. Voll der gute Tipp eigentlich. Scheiß auf abnehmen. Ich nehme jetzt 60 Kilo zu und tätowiere mir den Bauch zu. Ich finde, Trimax hat sich in so eine coole Richtung entwickelt, Digga. Ich weiß nicht warum. Leute, ich zeige euch mal was. Guckt euch das mal an. Ich habe das fetteste Bild von mir gesucht. Ich habe diesen Artikel gesehen. Es gibt von mir im Internet 100.000 Bilder. Und T-Online hat sich entschieden, dieses Bild von mir zu nehmen. Was ist das denn? Das sieht gefotoshoppt aus. Peter Griffin. Voller Trimax hier. Aber naja, fangen wir mal mit Gaming an und ein Spiel hat es Anfang des Jahres jedem angetan. Willkommen, jetzt seht ihr hier hochqualitatives Minecraft-Gameplay. Minecraft-Spiel. Lest mal, was er geschrieben hat. Wann spielst du Minecraft? Also wirklich, dieses Bild. Boah, ja, heftig. 10 von 10 sieht sehr gut aus. Ja, ist cool geworden. Frag mal die anderen. Lass auf unauffällig hingehen und mal gucken, ob den auffällt. Ja, ja. 20. Will das gehen auf jeden Fall. Hä, hey, warte, hast du eine Unterhose an? Ja. Eine Boxershort, eine Kipp und Montana Black Outfit. Ja, nochmal Level! Nein. Hey, Junge, ups, hallo. Guck mal, wie es hier drin aussieht. Wo kommst du jetzt genau her, Digga? Guck mal, der hat sogar hier noch einen Ausgang. Guck mal. Ey, die war geheim, Mann! Wir machen noch so eine Art Flucht hier, von der niemand was weiß. Das ist Pfeifert. Das war meine Geheimtür, ihr Wichser. Ja, die ist hier geheim. Ey. Abwechslungsreich ist der Rentner aber schon. 3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Gott, das ist der beste Skin ever! Mit dem Schiss in der Mitte! Ja! Ich hab grad gesagt, ihr seht mit der Hals kurz vor dir, Mann! Aber auch wie im Jahr zuvor müssen die Geschäfte weiterlaufen. Internet sagt, du besitzt 1,5 Millionen Euro. Stimmt das? Sascha sagt einfach die Wahrheit, dass du Multi bist. Multi. Was für 1,5? Was soll ich damit? Da kann ich nicht mal meinen Monatsmiete bestreiten. Sag es doch einfach, Sascha. Er macht jetzt einen auf Low-Key. Er wird jetzt irgendeine Antwort geben, so. Ja. Irgendwas wird jetzt kommen. Steuern oder dies oder das. Dann müsste ich meine Schwester fragen. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ja. Keine Ahnung von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Akimo schickt mir ganz schön oft Uhren. Alter Trimax, du bist der Einzige, der nie antwortet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir dran bin. Schick dir brutale Uhren. Wisst ihr, was da zurückkommt? Gar nicht. Das ist keine Unterhaltung, das ist eine Einbahnstraße. Ich krieg eine WhatsApp und dann krieg ich am gleichen Tag noch 35. Dann ist das so tief unten, dann finde ich das niemals wieder. Der sagt zu mir, ich hätte Interesse an der Uhr. Schick ihm die Uhr, kommt nix. Ich schick ihm nochmal eine andere Uhr, kommt nix. Max, was lässt du deinen Bruder hier so hängen? Ghosted. Leben geht weiter, ein anderer hat noch durchaus mehr geopfert für sein Idol. Ich hab so lange gebraucht. Was für eine Ehre, dass ich endlich mein Papa. Hassan der Coole hat in meinem Kommentarbereich geschrieben, du seist mein Vater. I am your father. Endlich kann ich dich treffen. Okay. Das war es aber noch nicht von Knossi. Diesen Roboter, der spricht mit mir? Wer bist du denn? Jens heiße ich. Hallo Jens, ich bin Amika. Du guckst einen ja wirklich in die Augen. Ich versuche es zumindest. Ist das ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. War schon ein Clip von diesem Roboter irgendwie. Ich will unbedingt so einen haben. Der ist krank, der spricht mit dir, guck dich an. Kennt man doch irgendwoher. Wiss ich, von TikTok. Bin der Knossi, ja. Hast du mich gekannt? Ja, sofort. Woher? Hast du mich erkannt? Ja, ich hab's schon mal gesehen. Von TikTok. Von King Thomas, Thumbdance. Thumbdance. Mach mal den Thumbdance. Kann ich jetzt nicht. Ich bin ja König des Internets. Welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Da brauchen wir solche wie dich. Das müssen wir mal besprechen. Wir sollten uns unbedingt den Kontakt austauschen. Einen für Deutschland gibt's noch. Junge, ich trinke so mein Tee, da ist einfach Rotze drin, weil ich genießt habe. Drecksau. Eklig.
bringen wir bisschen Action mit und gehen in ein Hauptthema des Jahres rein. Oh mein Gott, halt deine Fresse, Bro. Kevin wurde gerade richtig sauer. Das ist super, dass die so leicht zu provozieren sind. Digga, Trimax soll mal die Fresse still halten. Trimax soll wie immer die Fresse halten. Die wissen noch nicht mal, dass wir eine Flasche bekommen. Die wollen 7 Gegenstände mitnehmen. Wenn wir dann nach den 14 Tagen zurück ins Haus kommen und die dann schon da sitzen, werde ich einfach nur ganz laut lachen. Dann auch mal so ein klassisches Hurensohn droppen. Aber Platte-Kommentar? Weniger Rumatra, bitte. Dislike. Halt die Nauze. Rumatra ist eh besser. Like. Weniger Rumatra, bitte. Like. Oh yeah. Das wäre mein Favorite-Ablauf, wenn Trimax irgendwas richtig Dummes passiert, wie dann gar nichts passiert, aber sie müssen wegen Trimax dann raus. Das würde mich so satisfying. Trimax hält's nicht aus ohne sein Handy, Bro, keine Ahnung, muss wieder zocken irgendwie. Und Leute, Trimax hier, es geht weiter mit Clash of Clans Free-to-Play. Ich will sehen, wie Max da steht, so wie Dave in der ersten Staffel, Bro. Achtung, Achtung, der kleine Dave möchte gerne aus dem Spielparadies abgeholt werden. Das will ich sehen mit Max. Schön mit der scheiß Decke, Digga. Wahrscheinlich braucht man irgendwie eine doppelt so große Bro, damit er da reinpasst. Oh. Was für eine Leiter. Bro, wie was für eine Leiter? Das ist eine Leiter halt. Soll ich dir sagen, was für ein Modell das ist oder was? Nebenan ist eine Grundschule und die waren besorgt, warum hier Männer im Wald sind. Und die Kinder haben das deren Eltern erzählt und die Eltern rufen jetzt hier an und machen Stress. Ja, go make me do mama. Feuer ist sowas Tolles, ne? Ich sehe gar nicht, wieso Waldbrände so gehatet werden. Dann wurde es langsam ernster. Ah. 13.02, jetzt werden die Haare rasiert. Perfekt. Look at this dude. Krass, du fickst geil, oder? Ja, stabil. Großer raus. Das ist schon ein geiler Ficker. Wie fickst du so viel an? Viel auf jeden Fall. Das ist geil. Frag deine Mom. Die Simpsons haben Rumatra in Seven vs. Wild damals schon predicted, WTF. Sieh nur die Fritz. Rumatra sieht so aus, als würde er in Kanada nach minderjährigen Bären suchen. Wieland meinte, so schwer ist das Ganze nicht. So schwer ist das alles nicht. Was meint er noch bei euch im Podcast? Oh mein Gott! Jeder sollte 14 Tage schaffen, außer man hat eine Behinderung oder so. Das wurde so aus dem Kontext gerissen. Jeder Mensch sollte das schaffen, wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Art von Behinderung hat. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, schafft er das ja nicht, hä? Das heißt, jeder, der vorher rausfliegt, hat eine Behinderung, Lobbyland. No front. Seid ihr bewusst, ich war gerade im kalten Meer. Digga, also wenn ich das mit Rumatra machen würde, ich würde sofort die Rückenknopf drücken. Was ist das? Die müssen doch ein Shelter bauen. Machen die Experten das auf? Das hat mir Otto nicht beigebracht. Ich muss dir vorstellen, die Freundinnen sitzen da gerade zu Hause und denken, die werden gerade gefressen von irgendwelchen Bären und stattdessen machen die das. So, super. 3, 2, 1. Narbe beißen, Pops. Zugabe bitte. Ja, wie bist du mit deinem Bein da drauf? Falls er einen scheiß Fußgänger muckt, gibt's direkt einen Frieden. Wer ist denn, du Wichser? Nein. Mach mal so wie Onkel Motto bei diesem Jahr. Einmal für mich. Nicht die hochziehen. Damn, boy. Dass es sich bei den Berührungen um Belästigung handelt. Ich hab wirklich Rettungsschwimmer-Dings angemacht. Ja. Weißt du, das war kein Konzept. Ist der Wechsler hier oder was? Ja. Ja, hab ich noch nie gesehen. Wo? Oh. Bei Amma. Wo bei Amma? Hab ich noch nie mal den gesehen, Junge. Was ist das für eine Scheiße? Diese Zeiten sagst du, wo man den YouTube-Kanal nicht mehr monetarisieren kann? Aber auch so ein bisschen. Wo? Bei Amma. Habt ihr noch nie mal einen Digga, der ein Fanboy? Kommen wir nun zu zahlreichen Events des Jahres. Pullover oder so? Ja. Digga, wir fahren halt im Winter, ne? Ja, ja. Jacke muss ich mir kaufen. Ich hab 2 dabei, du kannst eine haben. Danke. Also für den Trip, ich würde die schon gerne dann wieder haben. Ja, ne? Sprechen verlernt, Digga. Sollen wir jetzt noch erwähnen, dass wir noch ein Ticket brauchen für Hure? Was machen wir jetzt? Ich bin unter 14. Habt ihr eine Mütze? Du siehst mit der Mütze nicht jünger aus. Doch, ich schwöre, guck. Und als ob die keine Ausweise checken. Hast recht doch, ich mach's 14. Bleib so. Du bist langsam ein großer Junge. Wir müssen nur noch Ticket für Hugo kaufen. Is Voyage the good or bad?
Okay, can we make Hugo one class lower? Oder die Montetour im Lambour mit Adam. Oh mein Gott, ich glaube, das Parkverbot, die baut ein Zelt bei mir auf. Habe ich gesehen, das passt schon. Digga, scheiß drauf, habe ich nicht gesehen. Absolutes Haltverbot. Hier darf weder gehalten noch geparkt werden. Ist schon ein Halteverbot hier oder was? Habe ich gar nicht noch. Oh, das passt aber gut. Muss man den Sitz so nach vorne stellen? Dein Ernst? Das muss schon so, ja. Das kannst du einfach gemütlich fahren, einmal kurz Bremse treten und mal so ein Gefühl für die, ne, wie sie beißt. Jürgen! Oh! Die Fahrradtour von Max. Leute, jeden Tag 80 Kilometer. Die Dinger sind so trash. Das hat vorne zwei Räder, damit du auf gar keinen Fall hinfallen kannst, wenn du eine Störung hast, ein Gleichgewicht sind. Moin, wir fahren nach Kopenhagen. Moin. Wow, 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 wow. Damit du auf gar keinen Fall hinfallen kannst. Max, warte auch. Adam, warte. Du hast keinen Akku mehr. Adam, du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist ein E-Bike. 2 Wochen Timeout. Obwohl, scheiß drauf, Perma. Alter. Der schwitzt sich jetzt den Arsch ein. Ronny hat sich jetzt die Hose runtergezogen, hockt so. Wir sehen jetzt seinen kompletten Arsch und er schmiert sich jetzt die Arschbutter in die Kimme rein. Damn, boy. Damn, boy, he lit. Oder die Gamescom. Meine Schwester ist ein Riesenfan von dir. Kannst du sie grüßen? Sie heißt Lara. Ja, Grüße gehen raus an Lara. Darf ich deinen Lambo fahren? Ob du mein Lambo fahren darfst? Kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist. Baujahr 98. Wir reden später. Digga, ist das die militante Veganerin? Junge, die militante Veganerin ist das. Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ey, ist das nicht die von OnlyFans? Nur noch Fleisch, niemals Salat. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Das war mein persönliches Highlight auf der Gamescom. Digga, da lacht die Kevin nur dunkel an. Okay. Und dann gab es auch mal dieses Jahr eine YouTube-Kacke. Die Regie hier vorne brauchen wir einmal am Fernseher, irgendwie die Fernbedienung. Full HD geht irgendwie nicht. Okay. So, danke dir. So, geht's jetzt? Zack. Frank Rosin will das Kochpotenzial der beiden herausfinden. Siehst du da Hoffnung? Wirst du das auch zocken oder ist der Zug schon abgefahren? Oh, die ganz feine Auslese. Hat noch jemand eine Frage? Da hinten einmal nach vorne treten, ja? Also erstmal, Monte, meine Oma lässt grüßen an dich. Sie mag dich auch Mark, gerne. Oh, Mark, hier auf dem Handy, ein Flappy Bird. Man muss, glaube ich, zur Seite drehen. Okay, seid ihr bereit? Neuer Highscore? Das Box-Event. Deutsche DNA weit. Monte, der Trimax hier. Verkündung. Der Sieg geht an Jan Schlappen! Papalatte ist ins Fernsehen gekommen. Oh mein Gott! Seid ihr zusammen hier? Nee, ich nicht. Bitte! Bitte, Spaß. 3 Versuche, alles gut. Digga, wenn er jetzt verkackt, Bro. Erster Versuch, was ist deine Lösung? 2-6-2. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, das ist falsch! Ich kann dir leider nicht helfen. 2. Versuch. Oh, Alter! Das ist... Ja, ich danke Papa Platte. Oh mein Gott! Papa Platte! No way! Er wusste es durch Papa Platte. Ich fühle mich, als hätte ich die Million gewonnen. Hey, hier ist Klaas. Ich würde mich sehr freuen, wenn du heute noch zu mir in die Show kommst. Wir haben jetzt ganz kurz Papa Platte direkt bei uns. Und das ist extra Hemd angezogen. Mama guckt Fernsehen. Wie viele Leute gucken da gerade bei dir zu? 70. Also 1000. Ach so, ja. Erwähnenswert ist auch das letzte Event des Jahres. So, liebe Gäste, hier draußen findet jetzt ein Röps-Wettbewerb statt. 3, 2, 1. Um Gottes Willen, Ronny. Oh fuck. Wir hätten ja eigentlich auch eine Kinderskipiste. Die wird überhaupt nicht genutzt. Sie ist komplett leer. Ja, das liegt daran, weil der Eldos heute keine Zeit hatte. Deswegen haben die Kinderskipiste zugemacht. Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Kommen wir nun langsam zum Ende und reden mal über einen dicken Comeback.
Hey, hi, 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 hi. Welcome. Hi. Ja, was kann ich erzählen? Ich kann euch eine Sache sagen, mir geht's so gut. Also, es klingt vielleicht cheesy oder so, aber ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, so viel an mir selbst gearbeitet, Erkenntnisse gewonnen. Auch wenn das vielleicht irgendwie kitschig klingt, das war für mich ein richtiger Schritt nach vorne. Ich habe so viel verpasst. Faluten ist Vater geworden, das habe ich auch auf Twitter gesehen. Das ist das Geilste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Hanswurde habe ich auch mitbekommen, dass er Brokey ist. Oh Mann, es weiß einfach jeder. Scheiße. Brokey Mokey, finde ich verdient. Wo war eigentlich Carsten? Kontakt mit Marcel. Hä? Digga, glaubst du, ich bin bei ihm eingebrochen, habe ihn betäubt, ohne mit ihm zu reden und stream einfach von seiner Station. Digga, also eigentlich müsste ich dich für die dämliche Frage schon wieder timeouten für 2 Jahre, Digga. Direkt für 2. Warum bist du bei Monte? Er hat seinen Fortnite-Drift zu mir geworfen, da bin ich hier einfach gelandet, Digga. Hergebordet. Was ist das wieder für eine Frage? Wisst ihr, wie gut Monte drauf ist? Er schreibt mir heute Morgen schon wach, ja? Und wirklich 2 Minuten später, er macht die Tür auf und macht diesen hier, springt zu mir ins Bett und liegt so da und grinst mich an. Du da so Doggy liegst, stelle ich mich hin. Nicht mit Schuhe. Nicht mit Schuhen. Halt Frau jetzt. Mann. Die Schuhe waren wirklich fresh. Also ich habe sie gemacht, ob euch die gefallen ist mir eigentlich scheißegal. Arox, danke für 5 Monate. Azumi, danke für 15. Ungewohnt aus der Zentrale Subs vorgelesen zu bekommen. Und als letztes wahrscheinlich ein Highlight, das auch im nächsten Best-of noch drinnen sein wird. Der offizielle GTA 6 Trailer. Miami! Everglades! Unfassbar geil. Rechts unten bist du. Irgendwelche Leute haben mich auch bei Twitter markiert. Ah, guck mal da, Digga. So eine Frechheit, dass mehrere Leute mich markiert haben und meinen, das wäre ich. Hallo, das ist ein Amateur, der hat nur ein Handy in der Hand. Wenn man das auch vernünftig mit dem Fotoapparat. Oh, guck mal da rechts. Hi, Iron. Alter, Dominik. Well, look who's... Mutti! Ist meine Mutter auch dabei? Mama! Da bin ich im Spiel, als kleine Gastrolle. On the road again! Aber da gab es im Trailer noch eine andere Person, die mehr an ihn erinnert. We get through this. Agatha hat wieder gezaubert. 2025. Spart euch doch den Scheiß. Guck mir das an und denkt mir, wir starten damit Januar. Leute, da ganz entspannt. GTA RP, könnt ihr euch dann super doll drauf freuen, 2027. Dann bin ich einfach gefühlt schon 40, wenn das rauskommt. Um Gottes Willen. Das ist das Ende für das Jahr 2023. Danke für den Support dieses Jahr mal wieder. Frohes Neues und bis zum nächsten Jahr. Küss mich. Ja, der war eklig, Digga. Der war das.